Ich will unbedingt YouTuber werden. Wir schauen mal ganz kurz rein, ja? Ich bin jetzt seit 9 Jahren auf YouTube. Nicht mit dem Account hier. Ach, ist egal. Meine Cam war davor. Ja, scheiß drauf, Digga. Hier und ich mache auch nicht seitdem Videos, aber ich bin immer schon ein Zuschauer gewesen. Mhm. Und über diese ganze Zeit, in der ich auf der Plattform unterwegs war, habe ich so einiges gelernt. Größtenteils nichts Sinnvolles, aber ich habe herausgefunden, wie so manche erfolgreiche YouTuber drauf sind. Und insgesamt, umso genauer ich mir die verschiedensten deutschen Content-Creator angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass YouTuber so ehrlich sind wie Schüler, die nach Hausaufgaben gefragt werden. Ich rede nicht von jedem YouTuber, aber von einigen, die sich so an der Spitze befinden und mehr im Mainstream unterwegs sind. Na, ungespielt? Du weißt, ich rede von dir. Na, Spaß. Wenn du einen YouTuber fragst, wie viele Stunden er an dem Video arbeitet, dann kannst du dich... Zu laut, sorry. Erstmal auf was freuen. Er wird jede Chance nutzen, um seinen Zuschauern zu zeigen, wie hart er arbeitet. Ich nicht. No joke, alle anderen machen meine Arbeit. Ja. Selbst wenn es nicht stimmt. Er wird dir erzählen, er schläft nur 3 Stunden am Tag und schneidet den restlichen Tag seine Videos. Stimmt nicht. Ich schlafe immer 10 Stunden und wächst mir jeden Morgen schön den Schwanz. Und selbst während er gerade scheißt, nimmt er seinen Laptop mit, um weiterzuschneiden. Nein, ich wichse am Klo, ich wichse nur auf dem Klo. Und alles, wovon er sich ernährt, ist die Liebe, die ihm seine Community zukommen lässt. Stimmt auch nicht, ich ernähre mich von dem Geld, was er mir gibt. Danke für den Prime-Sub. Aber alles für seine Zuschauer. Alles, damit seine Zuschauer den besten Content der Welt genießen können. Alles, damit ich mir noch mehr Immobilien kaufen kann. Und ja, er würde viel lieber in einem normalen Job arbeiten, weil das so viel angenehmer wäre. Aber YouTube ist einfach seine Leidenschaft. Und das muss ich mir anhören von jemandem, der noch nie richtig gearbeitet hat. Der ist ja fast so wie ich, Digga. Was erzählst du von harter Arbeit? Leute, wie oft habt ihr das schon gehört? Wie oft habt ihr schon einen YouTuber sowas sagen gehört? Egal ob Deutsch oder Englisch oder Südbengalesisch. Es ist nichts falsch daran, anderen stolz zu zeigen, wie viel Arbeit man in seine Videos reinsteckt. Aber wenn man regelmäßig Videos hochlädt, in denen kein einziger Cut ist, dann frage ich mich, was du die ganze Zeit machst. Ich meine, schaust du dein Video beim Rendern zu oder was? Noch eine goldene Regel als YouTuber. Mhm. Du musst irgendwann Musik rausbringen. Wie wir wissen, ist jeder YouTuber... Ja. Es gibt halt Leute, die nehmen Musik ernst. Und ich mache dann einfach mal, denke ich mal, nächstes Jahr ein komplettes Schlageralbum, weil es mir einfach scheißegal ist, wirklich. Es ist mir einfach scheißegal. Es ist mir no joke scheißegal. Es ist mir einfach scheißegal, was ihr über mich oder meine Musik denkt. Weil die verkauft sich so oder so. Das ist das Problem an der Sache. YouTuber nicht nur Entertainer, sondern auch leidenschaftlicher Sänger oder Rapper. Deswegen freut man sich immer, wenn YouTuber sagen, yo, ich liebe Videos machen. Aber eigentlich bin ich ja DJ. Eigentlich, Digga, eigentlich bin ich für Musik geschaffen. Das ist meine wahre Leidenschaft. Und das Geld, das man dadurch verdienen kann. Und auf einmal kommt ein Album raus und Konzerte werden gespielt. Auf einmal kompletter Imagewechsel und irgendwelche Musikvideos mit... Hat der gerade eine Kiffzigarette geraucht? Stripperinnen und teuren Autos. Obwohl wir gerade bei Image sind. Und darf als YouTuber auch nicht vergessen, in der Öffentlichkeit gut auszusehen, indem man Gutes tut. Versteht mich nicht falsch. Ich rede nicht von irgendwelchen Spendenstreams oder wirklich aufrichtigen Aktionen. Vor sowas habe ich Respekt. Danke, sowas mache ich nämlich. Aber manche YouTuber erzählen das eine vor der Kamera. Sag doch nicht manche, mach Name-Dropping, Bro. Und spielen hinter der Kamera ein anderes Spiel. Die machen auf Umweltschutz und Fridays for Future, aber privat fahren sie mit ihrem Lambo 150 durch die Ortschaft und fliegen 5-mal im Jahr nach USA und Japan und sonst wohin. Da bin ja sogar ich umweltfreundlicher. Und ich kann doch nicht mal Mülltrennung richtig. Dieselben Doppelstandards gibt's auch bei Product Placements. Ja, erstmal sagen, dass man nur Produkte vorstellt, hinter denen man wirklich steht und dann auf einmal, yo Leute, ich wollte euch eine App vorstellen und zwar heißt die Raid Shadow Legends. Bei dem ich stehe vollkommen hinter Raid Shadow Legends. Ich habe das sehr oft gespielt und liebe dieses Produkt. Im Spiel könnt ihr euch einfach einen Helden auswählen und verschiedene Skills. Ja, wir haben. Ich würde wirklich gerne, wenn ich so ein Placement mache, einfach, wenn so Raid Shadow Legends mich fragt, ich würde einfach gerne sagen, yo Leute, was geht? Ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Deshalb gibt es hier ein Placement von Raid Shadow. Aber das darf man leider nicht. Ich würde es wirklich gerne machen. Ich würde gerne einfach ehrlich mit euch sein. Ich würde wirklich gerne einfach ehrlich mit euch sein. Aber ich muss euch anlügen, damit ich das Geld bekomme. War ein Joke. Verstanden, Digga, mach dir die Taschen voll. Am wichtigsten ist es aber, als YouTuber die Kunst der Statements zu beherrschen. Ja, ganz Entschuldigungsvideos, wichtig. In denen man für ganz seine wichtig, Fehler Digga. Reue zeigt. Es ist aber nicht wichtig. Ich mach keine Fehler. Wichtig, wirklich deine Fehler zu bereuen. Es muss nur so aussehen. Und im besten Fall ist deine eigentliche Alle Intention, mit dem Video noch Klicks und Aufmerksamkeit mitzunehmen. Damit das auch gelingt, solltest du nicht vergessen, mitten im Video unkontrolliert in Tränen auszubrechen. Außerdem musst du noch ganz oft wiederholen, dass Fehler ja menschlich sind und dass jeder ja mal schlechte Dinge tut und dass Fehler menschlich sind und dass das alles nicht so gewollt ist von dir und
Fehler sind halt menschlich und ihr versteht, glaube ich, wie das abläuft. Die eigentliche Message hinter dem ganzen Pseudo-Entschuldigen ist meistens: Hey Leute, lasst meinen Kanal nicht abkacken. Was wollt ihr von mir hören? Ich werde alles sagen, damit ihr mich nicht deabonniert. Nicht jedes Statement oder jede Entschuldigung ist unglaubwürdig. Aber wenn du immer wieder einen Skandal heraufbeschwörst und immer wieder zurückruderst, dann bist du nach einer Weile ungefähr so vertrauenswürdig wie die Deutsche Bahn. Natürlich nimmt dich dann keiner mehr ernst. Aber Leute, so viel dazu. Das ist so ziemlich der Weg, den manche große YouTuber über ihre Karriere ablaufen. Safe ich auch. Mindestens eine von den Sachen gehört dazu. Und ich will nicht sagen, dass ich von allem komplett frei bin. Also Digga, der muss aus Würzburg kommen, so wie der das S schneidet. Digga, der schneidet das S noch mehr wie Karl S. Ach, halt's Maul, Revi. Halt doch bitte einfach mal deine dumme Fresse, Revi. Verdammte Scheiße, halt dein Maul. Also ich würde sagen, dass ich's jetzt noch bin, aber wer weiß. Vielleicht droppt ja nächstes Jahr meine erste Rap-Single. Aber bis es soweit kommt, schreibt mal in die Kommentare, für welche Summe ihr Werbung für Raid Shadow Legends machen würdet. Wir sehen uns... Ich kann dir eine Preistabelle zusenden, Bro, ist kein Ding. Beim nächsten Mal, bis dahin. Ciao. Euer Herr Newsterm. Hey, Entwickler von Raid. Also, falls ihr das seht, für 2000 Euro wäre ich dabei. Viel zu wenig Geld, du Idiot.